Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Es soll um den ersten Plasmatyp gehen, und zwar die Sonne bzw. die Plasmasonne. Ich habe dann auch noch ein Gedicht angehangen, was ab der eingeblendeten Minute zu hören ist. Viel Spaß! Plasmasonne. Die Sonne. Die Sonne offenbart sich als ein faszinierendes Plasmaphänomen, ein Ergebnis der positiven Brechung kosmischer elektromagnetischer Energie. Diese Energie konzentriert sich und wird auf der Helioschicht in der Ionosphäre abgebildet, die sanft an den ätherischen Raum grenzt. Diese außergewöhnliche Schöpfung entfaltet sich in einer Art halbätherischer Umgebung ungefähr 5500 Kilometer über uns. Die kosmische Energie, die aus den Tiefen emporsteigt, erfährt eine kunstvolle Aufspaltung in positive und negative Komponenten, indem sie intern an den Grenzen des Feldes reflektiert wird. Dadurch entstehen die Sonne und der Mond, zwei symphonische Ausdrücke dieser energetischen Trans-Performance. Die Sonne nimmt Form an, indem elektrisch angeregte Helium- und Wasserstoffmoleküle oder sogar Äther in den oberen Schichten der Ionosphäre miteinander interagieren. Genau an dieser Grenze, an der die Ionosphäre den Äther berührt, vollzieht sich diese kunstvolle Erschaffung. Die Geometrie der kosmischen Energiequelle und die tanzende Dynamik des elektromagnetischen Feldes vereinen sich, um die Sonne als strahlende Linse in einer Höhe von etwa 5500 Kilometern zu erschaffen. Diese majestätische Kreation besitzt einen Durchmesser von rund 51 Kilometern und bewegt sich anmutig in spiralförmigen Bahnen. Und in ihrem Tanz entstehen der Wechsel von Tag und Nacht sowie die zauberhaften Jahreszeiten. Die Sonne ist der Steuermann der elektromagnetischen Quellen, der in den niedrigeren Schichten der Atmosphäre das Tageslicht hervorbringt. Das Element Helium empfängt die Energie der Sonne und verleiht dem Licht seine charakteristische weiß-gelbe Leuchtkraft, die zugleich mit der vertrauten UV-Strahlung einhergeht. Die strahlende Sonne prägt den Himmel mit ihrer Präsenz und erweckt die kosmische Strahlung zum Leben. Sie formt eine majestätische Abbildung auf dem Dach des Feldes der kosmischen Energie, eine brillante Hommage an die Mysterien des Universums. Ja, jetzt noch das angesprochene Gedicht. Es ist im Grunde der Text, den wir jetzt vorgelesen haben, nur in Gedichtform. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich probiere es einfach mal aus. Die Sonne, ein Plasma in voller Pracht, ihr Glanz aus kosmischer Energie erwacht. Mit positiver Brechung strahlt sie hier, im Äther nahe und doch so fern von mir. In einer halbätherischen Sphäre weit droben, ihr Leuchten erfüllt den Himmel von oben. Gefaltet in Strahlen, kunstvoll und klar, die Sonne ein Wunder, uns vertraut und doch rar. Kosmische Energie, eine himmlische Macht, geteilt und gebrochen bei Tag und bei Nacht. Sonne und Mond, ein Tanz von Licht und Schatten, in ihren Bahnen ein faszinierendes Erwachen. Helium und Wasserstoff, Moleküle fein, in der Ionosphäre im Ätherreich rein. Ihre Wechselwirkung, ein elektromagnetisches Spiel, erschafft die Sonne strahlend und still. Die Geometrie der Energiequelle in der Höhe schafft die Sonne ein Meisterwerk so schön. Mit einem Durchmesser von 51 Kilometern klein, doch ihre Pracht lässt uns ehrfürchtig sein. Im Tanz der Jahreszeiten, in spiralförmigen Gang, schafft sie Tag und Nacht voll Sang und Klang. Die Sonne, der Kapitän des Lichts so klar, in den Tiefen der Atmosphäre ein leuchtender Star. Helium strahlt in weiß-gelber Pracht, UV-Strahlen umspielen in gleicher Macht. Die Sonne, ein Künstler, der den Himmel berührt, mit ihrer Leuchtkraft, die uns inspiriert. Im Himmelsgewölbe ein leuchtendes Zeichen, die Sonne, die Strahlen in den Äther entweichen. In der kosmischen Energie ein Bild so fein, die Sonne, ein Meisterwerk, in ihrem Glanz so rein. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, wie ihr das Gedicht fandet. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis bald.